Konstantin Filippo serviert Ente mit Mandeln, Pinienkernen und griechischen Nudeln. Die Ente in einzelne Teile zerlegen. Und die Haut etwas einschneiden. Danach großzügig mit Mehl bestreuen. Mandeln und Pinienkerne in Butter und Olivenöl anbraten. Salzen und unter ständigem Rühren 1 bis 2 Minuten bei schwacher Hitze weiterbraten, bis alles leicht goldfarben ist. Mandeln und Pinienkerne herausheben und beiseite stellen. Die Ententeile in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Wenden etwa 10 Minuten braten. Die Fleischteile sollten dann rundum leicht gebräunt sein. Orangenzesten zugeben. Mit Wein, Orangensaft, etwas Wasser aufgießen und zugedeckt ca. 45 Minuten sieden, bis das Fleisch weich und die Soße eingedickt ist. Zum Schluss noch die Mandeln und Pinienkerne zugeben und mit einem Schuss Essig vollenden. Hilopites, das sind griechische Nudeln, in Salzwasser und etwas Olivenöl 4 Minuten kochen, dabei gelegentlich umrühren. Dann abseihen und mit Salz und Olivenöl abschmecken. Für die Garnitur die Orangen schälen, in Scheiben schneiden und mit Olivenöl, Salz und Thymian marinieren. Die Entenstücke direkt im Topf servieren und mit den marinierten Orangenscheiben belegen. Die Hilopites mit etwas Thymian bestreuen und dazu anrichten. Viel Freude beim Nachkochen!